In diesem Video geht es um das Orbitalmodell. Und das Orbitalmodell ist jetzt ein Atommodell, das jetzt dann eben die Verteilung der Elektronen in einem Atom beschreibt. Und das jetzt eine Erweiterung zum Schallmodell oder auch Bohrschen Atommodell. Denn das Schallmodell, sieht man rechts dargestellt, das hat jetzt so ein paar Schwachpunkte. Denn nach dem Schallmodell kreisen ja jetzt Elektronen auf ganz festen Bahnen um den Atomkern. Und jetzt gilt aber nach der Heisenbergschen Unschärferelation, dass man eigentlich gar nicht den Aufenthaltsort der Elektronen genau festlegen kann, also gar nicht genau auf diesen festen Schall dann festlegen kann. Und das wurde im Orbitalmodell dann so gelöst, dass wir dann hier uns die Elektronen in dreidimensionalen Aufenthaltsräumen vorstellen. Jetzt seht ihr dazu mal hier verschiedene Darstellungen. Einmal noch in der zweiten Darstellung seht ihr, dass wir in der Mitte, im Mittelkreis, ein S-Orbital haben und dann diese Kegelform, die wir dreimal haben, das wären jetzt die P-Orbitale. Und in diesen Orbitalen, S-Orbital in der Mitte, P-Orbital, da können sich dann zum Beispiel Elektronen befinden. Und das Ganze ist aber jetzt dreidimensional. Deswegen seht ihr mal im anderen Bild mal hier diese P-Orbitale jetzt dreidimensional in den verschiedenen Raumrichtungen dargestellt. Und dann gibt es auch noch eine dritte Darstellung. Vielleicht hilft euch das, weil das wieder oft verbindet. Da seht ihr mal jetzt nur in der dritten Darstellung die P-Orbitale. Ihr seht jetzt hier die Elektronen, die dann auch in diesen drei P-Orbitalen sich befinden. Ich hoffe, das hilft euch jetzt erstmal zur Vorstellung. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal konkret am Sauerstoffatom an. Und wir sehen, Sauerstoff im Periodensystem hat jetzt eine Ordnungszahl von 8, hat also 8 Elektronen. Und jetzt seht ihr mal gegenübergestellt nochmal das Strahlmodell. Ihr seht dann 6 Außenelektronen, 2 innere Elektronen. Jetzt die Frage, wie sieht das Orbitalmodell aus? Und dann haben wir jetzt erstmal immer die S-Orbitale besetzt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal in der Mitte, im mittigen S-Orbital, 2 Elektronen besetzt. Denn die Sache ist auch immer, in diesen Orbitalen können immer maximal 2 Elektronen reinpassen. Also im S-Orbital erstmal 2 Elektronen besetzt. Danach besetzen wir ein weiteres S-Orbital und das weitere S-Orbital, ihr seht auch mal, S-Orbitale sind immer solche Kugeln. Das ist dann jetzt eben, ihr seht, die Elektronen sind jetzt weiter außen. Hier in der Mitte haben wir das erste S-Orbital und dann darum außen 3D vorgestellt, haben wir dann wieder diese Kugel, dann das zweite S-Orbital, wo die Elektronen sich befinden, das dann erstmal die ersten zwei S-Orbitale besetzt. Danach werden jetzt die P-Orbitale besetzt. Und dann, die P-Orbitale sind ja solche quasi Hanteln und jetzt werden die P-Orbitale nacheinander besetzt. Auch in einem so einem P-Orbital passen maximal 2 Elektronen rein, oben 1 und 1. Aber jetzt gilt nach der Hundschen Regel, dass jetzt die P-Orbitale erst nacheinander besetzt werden. Das heißt, wir haben jetzt schon 4 Elektronen besetzt. Jetzt brauchen wir noch 4 weitere Elektronen von Sauerstoff, die jetzt besetzt werden müssen. Und dann die 4 übrigen Elektronen werden jetzt nach und nach jetzt einmal im ersten P-Orbital, seht ihr, besetzt, dann im zweiten P-Orbital. Ihr seht ja, die P-Orbitale unterscheiden sich jetzt in Orientierung 3D vorgestellt. Die 3 P-Orbitale werden jetzt nach besetzt, bis wir dann 7 Elektronen haben. Und dann haben wir noch ein 8. Elektron von Sauerstoff. Und erst das 8. Elektron wird dann jetzt auf ein weiteres P-Orbital besetzt, sodass wir jetzt in einem P-Orbital dann 2 Elektronen drin haben. Das wäre jetzt erstmal das Atomorbitalmodell von Sauerstoff. Und jetzt gibt es aber auch noch weitere Orbitale. Ihr seht immer rechts, es gibt jetzt bei größeren Atomen mit noch mehr Elektronen dann irgendwann auch noch solche D-Orbitale. Und dann die Frage, wie sieht jetzt das Orbitalmodell bei anderen Atomen, besonders bei größeren Atomen mit mehr Elektronen aus? Und hier ist dann genau das Thema Elektronenkonfiguration. Und zwar, wenn wir jetzt mal sagen, wir gucken uns Natrium an. Ihr seht im Periodensystem, Natrium hat jetzt 11 Elektronen. Und dann die Frage, wie würden jetzt beim Natrium die 11 Elektronen im Orbitalmodell aufgeteilt sein? Und das kann man jetzt mit der Elektronenkonfiguration bestimmen, die einzelnen Orbitale. Und zwar sieht man rechts dazu eine Abbildung und das Schema, das wir in der Mitte sehen, das können wir jetzt genau nutzen, um dann die Elektronenkonfiguration mit den Orbitalen festzulegen. Und zwar haben wir jetzt erstmal ganz oben immer das S-Orbital, das wir dann zuerst besetzen müssen. Das heißt, die ersten zwei Elektronen, der 11 Elektronen, wenn jetzt beim Natrium jetzt erstmal hier auf das erste S-Orbital besetzt. Das heißt, wir schreiben jetzt hier hin ein S2. Es passen maximal hier 2 Elektronen das S-Orbital. Und dann geben wir jetzt diese roten Linien einfach weiter. Das ist die schnellste Methode. Dann hier nachher die rote Linie geht dann weiter. Also wir müssen jetzt dann das zweite S-Orbital besetzen. Zweites S-Orbital.
ist dann auch wieder maximal zwei Elektronen. Das heißt, wir schreiben dann hin 2s2. Jetzt haben wir schon 4 Elektronen besetzt. Wir müssen noch 7 weitere Elektronen besetzen. Dann kommen jetzt eben auch für Sauerstoff gerade die p-Orbitale hinzu. Wir gehen jetzt die rote Linie entlang. Das heißt, jetzt schreiben wir 2p und jetzt schreiben wir eine 6 hin. Jetzt nicht verwirren lassen. Wenn wir uns mal angucken auf der rechten Seite, es gibt ja von diesen p-Orbitalen 3 p-Orbitale und in einem so einem p-Orbital passen ja maximal 2 Elektronen rein. Aber das dreimal haben wir insgesamt in den p-Orbitalen hier des zweiten Energieniveaus 6 Elektronen, die reinpassen. Also schreiben wir hin, wir haben alle drei p-Orbitale mit insgesamt 6 Elektronen dann besetzt. Also zählen wir schon 10 Elektronen besetzt und dann das 11. Elektron, was noch hinzukommt, das kommt jetzt auf das dritte s-Orbital. Ihr seht es, die rote Linie entlang gehen. Dann haben wir hier 3s1 im dritten s-Orbital, will noch ein Elektron reinpassen. Und das wären jetzt die Elektronenkonfigurationen von Natrium. Das heißt, das wären hier die Orbitale im Orbitalmodell bei Natrium. Und jetzt seht ihr mal kurz, wie das so aussehen könnte. Ihr seht auch im Vergleich zum Sauerstoff, dass jetzt hier noch ein weiteres S-Orbital hinzukommt. Wie der S-Orbital, seht ihr es in der solchen Kugel. Heißt, ihr seht auch, je größer das Atom, desto größer, ähnlich wie im Schallmodell, desto größer im dreidimensionalen Raum verteilen sich dann die Orbitale. Aber das dazu. Dann nächstes Beispiel, was wir uns angucken. Und zwar jetzt mal Scandium. Und Scandium, da wir im Periodensystem gucken, hat eine Ordnungszahl von 21, also 21 Elektronen müssen wir besetzen. Dann das Schema können wir wieder mit den roten Pfeilen einfach entlang durchgehen. Das heißt, hier, wir können es auch hier erstmal übernehmen, das erstmal gleich. Das ist, diese Orbitale werden erstmal immer besetzt. Also erst das erste S-Orbital, dann das zweite S-Orbital wird erstmal voll besetzt. Machen wir so lange, solange wir es voll besetzen können, werden erstmal diese Orbital besetzt. Dann sehen wir, wir haben aber 10 Elektronen. Jetzt das dritte S-Orbital kann auch voll besetzt werden. Dann schreiben wir 3s2. Jetzt haben wir schon 12 Elektronen besetzt. Wir müssen noch 9 weitere Elektronen besetzen. Und nach 3s2 kommt jetzt das dritte p-Orbital, also 3p6. Da können auch wieder dann 6 Elektronen reinpassen. Also wir haben jetzt 4, 10, 12, 18 Elektronen besetzt. Jetzt fehlen noch 3 Elektronen und dann müsst ihr gucken, ne, wir gehen jetzt nicht die Zeilen durch, sondern diese Pfeile entlang durch. Das heißt, wenn ihr die Pfeile durchgeht, dann kommt jetzt das vierte S-Orbital, muss erstmal besetzt werden, also 4s2. Und dann bleibt jetzt noch ein Elektron übrig am Scandium und das ist jetzt im D-Orbital. Das heißt, eins passt noch hier rein ins dritte D-Orbital, also 3d1. Das wäre die Elektronenkonfiguration hier. Ihr seht, schon ein bisschen mehr Orbitale. Und dann hätten wir jetzt auch noch hier ein weiteres D-Orbital. Und ja, ihr seht rechts die Orbitale, die sehen jetzt noch verzweigter, noch komischer aus. Deswegen hier kann man es dann bei diesen größeren Atomen nicht mehr wirklich gut vorstellen, nicht mehr gut zeigen. Aber ihr könnt euch schon mal vorstellen, jetzt hier 4s2, wir haben dann im Vergleich zum Natrium jetzt noch ein weiteres S-Orbital. Und das heißt, dass hier jetzt auch im dreidimensionalen vorgestellt, das Atom halt noch größer wird, wir haben mehr Elektronen. Und dann, wie im Schallmodell, beim Schallmodell ist ja auch so, dass die Schall immer größer werden. Das heißt, dreidimensional haben wir noch ein weiteres S-Orbital, was in Zukunft. Auf jeden Fall das so ein bisschen zur Vorstellung. Das sind die Elektronenkonfiguration. Und dann war das jetzt eben die schnellste Methode, die Elektronenkonfiguration zu bestimmen, eben mit diesem Schema. Man kann das jetzt auch mit Hilfe des Periodensystems bestimmen, dass man jetzt hier, seht ihr beim Periodensystem, mit den einzelnen Blöcken das dann eingeteilt hat und dann die einzelnen Perioden jetzt nach und nach abgeht. Habe ich dann auch mal im Extra-Video erklärt, wie man das mit dem Periodensystem macht. Aber man kann es einmal mit dieser Methode, mit dem Schema oder mit dem Periodensystem machen. Jetzt noch eine Sache zum Schluss. Und zwar, ja, wir haben jetzt zum Beispiel, wir gucken uns von Sauerstoff an, wir haben einmal jetzt die Darstellung im Schallmodell und jetzt die Darstellung im Orbitalmodell. Es gibt jetzt auch noch so ein Zwischending. Und zwar gibt es noch manchmal die Darstellung mit Unterschall. Will ich kurz noch mal hier zeigen, falls ihr das, euch das begegnet. Und zwar, wir haben jetzt hier ein Sauerstoffatom, dann haben wir auf der ersten Schale beim Schalenmodell 2 Elektronen und dann, jetzt hätten wir dann auch das, die 2 Elektronen besetzt, nach dem Prinzip, das wären jetzt die beiden Elektronen des ersten S-Orbitals, weil wir haben ja hier dann beim Sauerstoff, ich kann auch mal hinschreiben, beim Sauerstoff hatten wir die Elektronenkonfiguration dann 2S, erstmal ein S2,
Dann haben wir auch 2s2 und dann haben wir noch hier dann 2p4. Das war die Elektronenkonfiguration für Sauerstoff, haben wir auch so besprochen. Und dann wäre das jetzt hier die ersten zwei Elektronen erstmal das 1s2. Und dann nach dem Schalenmodell mit Unterschalen hätten wir jetzt hier nicht eine Schale wie rechts mit 6 Elektronen, sondern dann hätten wir das eingeteilt. Einmal eine Unterschale mit 2 Elektronen des 2s-Orbitals, also einmal hier 2 Elektronen. Ich mache jetzt mal hier die Elektronen hier drauf. Und dann eben eine weitere Schale mit den 4p-Elektronen. Und dann würde man die Schalen relativ eng beieinander einzeichnen mit Unterschale und anderer Schale. Und dann könnte man hier noch eben dann die 4p-Elektronen der p-Orbitale einzeichnen. Und dann, das wäre eben die Darstellung mit Schale und Unterschale, dann hätten wir jetzt eben nicht eine Schale mit 6 Elektronen, sondern eben 2 und 4 eben mit Unterschalen wegen den jeweiligen Orbitalen auch. Das heißt, das wären dann die zwei Schalen der p-Orbitale und das die Schale, ich habe es noch nicht gesehen, das wäre die Schale des p-Orbitals und des s-Orbitals und das des ersten s-Orbitalmodells, das heißt hier 2s2, 2p4. Das nur, damit ihr es mal gesehen habt. Dann merkt ihr, das Thema ist sehr verzahnt mit anderen Themen wie Quantenzahlen, Elektronenkonfiguration und so weiter. Alle Videos dazu hier in der Playlist verlinkt. Noch guckt euch am besten die Playlist an, damit ihr all das Thema richtig gut versteht. Dann verlinke ich doch, je nachdem, wann ihr das Video guckt, hier in der Beschreibung meine Abiturkurse. Perfekt für Abiturvorbereitung, aber auch allgemein für die Oberstufe in Chemie und Physik. Alles hier verlinkt. Dann noch hier mein Chemie- und Physik-Kanal noch verlinkt. Und das war's dann damit zu diesem Video.